Servus, liebe Leute. Ja, ich habe mich wieder entschlossen, mit Tutorials anzufangen und da habe ich mir gedacht, fangen wir mal mit PHP an. Die wohl bekannteste Sprache im Web. Gut, dafür habe ich schon mal einen Webspace eingerichtet, den ihr auch erreichen könnt über die Domain dann. Ja, fügen wir mal eine Index hinzu mit der Endung PHP. Gut, das Ganze schließen wir gleich mal. Und lande in den Editor hinein, den ich verwende. Der Editor, den ich verwende, ist Dreamweaver von Adobe. Ziemlich praktisch. Empfehle ich jedem zu kaufen. Es lohnt sich wirklich. So, und jetzt fangen wir mal an mit unserem Programm. Was wollen wir überhaupt machen? Ich hätte gesagt, für den Anfang machen wir mal ein Registrierungsformular. Und was brauchen wir fürs Registrierungsformular? Ja, mal eine Datenbank. Deswegen hätte ich gesagt, wir fangen mal mit MySQL Connect an. Jetzt steht schon hier, sehr praktisch vom Editor nämlich, was wir überhaupt brauchen. Das heißt, das erste wird Localhost sein. Das zweite Web 21 für unsere Datenbank jetzt. Das dritte ist das Passwort. Das habe ich Passwort DB, glaube ich, genannt. Genau, und das war es auch schon in unserem Fall jetzt für das, was wir brauchen. Und das nennen wir jetzt Connection. So, als zweites machen wir MySQL Select Database. Wir geben Connection über. Und wie unsere Datenbank jetzt heißt. Und da muss ich mal nachschauen. Die heißt UserWeb21 underscore 1. So, das laden wir mal direkt hinein. Und schon haben wir mal die Datenbankverbindung fertig. So, aber ja, jetzt können wir noch nicht viel anfangen. Deswegen legen wir mal hier eine mit User an. Jetzt, wie viele Felder brauchen wir? Überlegen wir mal die ID, Username, Passwort, E-Mail, Anmeldezeit. Ja, fünf. Machen wir einfach mal fünf Felder. So, also wir machen die ID auf Integer, 255 und Auto Increment. Das heißt, es zählt automatisch eins drauf. Dann User, den machen wir auf Voucher, weil es eine Texteingabe sein wird. Das Passwort machen wir auch als Texteingabe, damit er möglichst viel freie Wahl hat. E-Mail ebenfalls. Und die Zeit, ja, Integer. So, da könnten wir jetzt Last Login oder Ragtime nehmen. So, ich mache jetzt derweil mal Ragtime. Später können wir gerne noch andere Sachen hinzufügen. So, ja, jetzt können wir noch nicht sehr viel anfangen. Jetzt fertig mal ein Formular an. Table. TR. TD. Und hier drin ein Input. Type. Text. Name. Username. Schließen, TD, ups, vertan. So, die zwei tauschen mal Platz kurz. Hier schreiben wir Username, Doppelpunkt, Slash, und das Ganze noch schließen. So, ja, das Ganze für die E-Mail, Passwort, Passwort. Machen wir Capture auch noch, also ein kleines Capture. E-Mail. Ja, da schreiben wir jetzt nicht einen Wert rein. Das kommt dann ein bisschen später hinein. PW. Passwort 2. E-Mail. Ups.
Das Capture mache ich dann ein bisschen später. Das wird eine Rechenaufgabe sein, die man lösen muss. Das hält schon mal grob einige Bots ab, aber ist jetzt nicht gerade der beste Schutz. Da empfehle ich einfach dann von Google oder so die Captures zu verwenden. Die sind um einiges besser. So, gut, noch eins. Da schreiben wir aber nichts hin. Statt Text schreiben wir Submit. So, das können wir wegmachen, wobei den Slash hier behalten wir. Table schließen. So, und jetzt fehlt noch eine Sache, nämlich eine Form. Dann nehmen wir Action, Fragezeichen Reg, also für Registration, und Method verwenden wir die Post. So, und das Ganze schließen wir auch noch einmal. Und wenn ich jetzt das abspeichere, seht ihr hier in WinSCP, wie die Datei hochgeladen wird. Und jetzt können wir hier php.4x4w.de. Zack, wir haben unser Login-Formular. So, jetzt schreibe ich noch hier eine kurze Abfrage hinein. If, Klammer auf, is set get reg haben wir gesagt. Wenn das gesetzt ist, soll es das machen. Else, Klammer auf. Jetzt erweitere ich das Ganze mal hier und schließe es hier unten und schreibe dafür hier ein Echo. Ups. So, da Echo dran. Jetzt haben wir das komplett im PHP-Code quasi implementiert. Speichern wir. Klack. Wir sehen, es ist hier. Ich drücke Submit. Es verschwindet. So, jetzt können wir hier mal anfangen mit if, Klammer auf. So, get. Nein, das ist Post. Username. Leer. Also, wenn es nicht leer ist, dann geht er quasi weiter. Wenn schon, sagen wir, es soll Echo, Username nicht angegeben. Wobei, ja, lassen wir es mal so. So, wenn schon. Quasi, wenn er das if Post Passwort ist gleich Post Passwort 1, 2 und Passwort ist nicht leer, dann soll er da arbeiten oder er soll eben wieder die Fehlermeldung ausgeben. Passwörter stimmen nicht überein oder sind leer. So. Wenn das stimmt, gehen wir auf if, Klammer auf. Nur schreiben wir hier jetzt E-Mail hinein. Ist nicht leer. Soll er weitergehen? Else, Echo, E-Mail, Adresse fehlt quasi. Gut. Wenn wir hier sind, können wir schreiben, Echo, Account wurde erfolgreich angelegt. So. Hier kommen aber noch mehrere Befehle rein, deswegen machen wir mal die geschweiften Klammern hier. Nämlich hier kommt noch eine MySQL Query Insert into User Set Name ist gleich Post Username. So, um jetzt das machen zu können, müssen wir diese Zeichen noch davor setzen, bei Strich, und schon können wir das nächste, ich mache das jetzt mal 1, 2, 3. So, hier haben wir das Passwort. Ach.
Da ist ein Fehler. Genau. So, genau. Passwort. Dann nehmen wir das erste PW. Hier E-Mail. Nehmen wir die E-Mail. Und das haben wir User genannt, nämlich. Kann ich mich noch erinnern. Ja. Und am Schluss Ragtime. Da verwenden wir einfach Time, Klammer auf, Klammer zu. Dann machen wir hier so. Sollte auch kein Fehler mehr da sein. Or die, Klammer auf. MySQL Error. Ich glaube, so ging das mit dem der Error-Ausgabe. Probieren wir das Ganze einfach mal aus. Überspielt, hat sie jetzt überspielt. RedMax. Test, Test. Mark at. Schauen wir mal. Access Denied. Okay, jetzt sagt uns mal, es ist irgendwas falsch. Ich schätze einfach, es ist das Passwort, welches falsch ist. Localhost Web 21. Ach, ich glaube Datenbank PW. So, Refresh. No Data Per Select. Okay. Komisch. Komisch, komisch, komisch. MySQL Select Database. MySQL Select DB. String Data. Ah! Yep. Verkehrt rum. So, Leute. Sorry, sorry, sorry. Ach. So, Account wurde erfolgreich angelegt. Schon in die Datenbank hinein. User wurde angelegt. Puh, aber ja. Es ist jetzt nicht ganz so sicher. Man könnte jetzt verschiedene Algorithmen verwenden zum Hashen, nur man kann auch einfach MD5 verwenden. So, jetzt würde er uns aber den Account trotzdem anlegen, auch wenn er schon vorhanden ist. Deswegen schreiben wir hier MySQL Fetch Array MySQL Query Select from user, where user ist gleich post user, den haben wir hier. So, jetzt haben wir das erledigt. Da fehlt noch eine zweite Klammer. Und das nennen wir jetzt zum Beispiel User-Daten ist gleich. Jetzt können wir hier nochmal eine Abfrage machen. If User-Daten User ist gleich den geposteten User, dann kann er sagen, zum Beispiel, ja, das machen wir jetzt nochmal so. Da müssen wir nicht das gleich machen, wenn schon Else Echo User schon vorhanden. Speichern. Lädt hoch. Ich refresh hier nochmal. Zack, der Account wurde erfolgreich angelegt. Seht ihr, jetzt haben wir hier quasi schon einen Fehler. Select from User where User ist gleich. Ich glaube sogar ist, nein, ist gleich. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Probieren wir es einfach aus. User schon vorhanden. Seht ihr, jetzt hat er nicht nochmal angelegt. Den einen lösche ich jetzt. Und quasi, hier, ihr seht, User schon vorhanden. Dasselbe
können wir dann mit der E-Mail-Adresse machen. Ja, ich würde sagen, das war's mal mit dem heutigen Part. Bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal wird es ein bisschen um Sicherheit gehen, das noch erweitern mit Capture und allem Möglichen. Vielleicht fangen wir schon mit dem Login an. Bis dann, Leute. Tschüss.